Herzlich willkommen zu diesem Video aus dieser Videoreihe PowerPoint 2016 erste Schritte. Diese Videos richten sich bekanntlich an absolute Einsteiger und jetzt schauen wir uns an, wie man sogenannte Folienübergänge herstellt. Und da muss man dann die richtige Registerkarte suchen. Bin gerade bei Start und suche dann hier die Registerkarte Übergänge und hier habe ich sie auch schon gefunden. Und ich habe hier auf der linken Seite hier schon einmal eine Folie ausgewählt. Und was sind jetzt überhaupt Folienübergänge? Schauen wir uns das gleich einmal an anhand eines praktischen Beispiels. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Wenn ich hier drauf drücken würde, zum Beispiel zeigt man das an, dass wenn diese Folie eingeblendet wird bei der Präsentation, würde das dann so ausschauen. Wenn ich jetzt hierher gehen würde, mir eine andere Folie aussuchen würde, wähle ich mir etwas anderes aus und nehmen wir den Teilen. Das ist hier schon eine Vorschau, so würde das dann ausschauen. Nehme ich mir die Folie hier. Ich kann ja noch zahlreiche andere aussuchen mit spektakulären Dingen, Papierflieger zum Beispiel, dann würde das so wegfliegen. Und wenn ich also diese Präsentation dann starten würde, dann würde das dann so ausschauen, wenn ich hier auf Bildschirmpräsentation starten gehe und hier ab aktueller Folie natürlich, denn ich habe nur für diese drei Folien hier diese Folienübergänge festgelegt und du wirst dich jetzt fragen, wie sehe ich denn das? Ich sehe das hier an diesem Zeichen. Da sehe ich schon, dass hier auch, wenn ich hierher gehe, steht Animation wiedergeben. Ich habe nur für diese drei Folien das festgelegt und nicht hier zum Beispiel für diese. Gehen wir mal hin und schauen mal an, ob das da funktioniert. Und du siehst dann hier, das ist hier wieder meine Ansicht, so schaut das dann über den Beamer zum Beispiel aus. Ich gehe dann zur nächsten Folie, würde das dann so umfallen und dann wiederum bei der nächsten dann. Ja, jetzt hast du mal gesehen, wie man diese Übergänge dann einfügt. Ich kann natürlich aber auch dann hergehen und könnte dann diese dann wieder entfernen. Ich gehe wieder zu den Übergängen und wähle mir hier dann aus die Folien, wo ich es dann verschwinden lassen möchte. Wähle mir die hier auf der linken Seite aus und wähle mir dann hier ohne aus und es verschwindet hier dieses Zeichen und ich habe auch hier dann keine Folienübergänge mehr. Ja, wir haben sie getestet, das war diese Vorschau. Ich konnte sie wieder entfernen und jetzt kommt noch eine Warnung von mir. Überfrachte deine Präsentation nicht mit allzu vielen Übergängen. Es schaut zwar vielleicht toll aus, aber alles, was von deinem Inhalt ablenkt, also von dem, was du mitteilen möchtest, ist schlecht. Und deswegen solltest du nicht eine allzu verspielte Präsentation machen, deswegen verzichte auf allzu außergewöhnliche Folienübergänge. Gut, ich freue mich schon auf dich im nächsten Video aus dieser Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte.